Wir sehen es nämlich hier schon in unserem Splitscreen. Neu dabei beim politischen Aschermittwoch Bündnis Sarah Wagenknecht und die Chefin spricht jetzt selbst. Liebe Freundinnen und Freunde, ich freue mich sehr, dass ich heute mal wieder in Passau bin. Das ist ja über 10 Jahre her, mein letzter Aschermittwoch. Und das ist ja wirklich immer ein ganz besonderes Erlebnis. Ich habe auch schon gesehen, in der Presse wurde spekuliert, die Wagenknecht auf dem Aschermittwoch, ob das überhaupt funktioniert. Ich denke, wir alle sehen jetzt schon, auch nach den Reden, die bisher gehalten wurden, BSW kann auch Aschermittwoch. Und ich finde, wir können noch viel mehr. Das werden wir die nächsten Jahre entscheiden. Und das Bündnis Sarah Wagenknecht ist ja bekanntlich angetreten, sich dafür stark zu machen, dass die Vernunft in die Politik zurückkehrt. Und was ist da ein besserer Ort als ein zünftiges Wirtshaus wie hier? Weil ich finde, also mit der Ampelkoalition können es die meisten Stammtische in Sachen Vernunft wirklich alle mal aufnehmen. Ich glaube, da sind sie besser drauf und wir alle hier. Und deswegen finde ich, gerade dass wir heute hier sind, tolle Gelegenheit, Vernunft in der Politik, das brauchen wir endlich wieder in Deutschland. Aber als Klaus die Idee hatte, zu sagen, ach Mensch, wir machen doch dieses Jahr wieder Aschermittwoch, habe ich die Einladung auch deshalb besonders gern angenommen. Weil wenn man zum Aschermittwoch kommt, dann gibt es immer ein besonderes Ereignis. Man wird nämlich in der Nacht davor im Hotel Wildermann untergebracht. Das kannte ich schon, da war ich schon mal, Hotel Wildermann. Aber ich war wirklich, also richtig angespannt, ob das immer noch so heißt. Also immerhin vor 10 Jahren, da sind ja viele Genderkämpfe gestritten worden. Und ehrlich gesagt, einfach nur Mann, ohne Gendersternchen, ohne Innen. Also das ist ja schon ein politisches Statement. Aber ich fand es toll, es heißt immer noch Wilder Mann. Es hat sich nicht beeindrucken lassen. Richtig so. Ich meine, selbst der Weihnachtsmann ist ja inzwischen umstritten. Ne? Also es gab ja eine ernste Diskussion im letzten Winter, also jetzt im letzten Weihnachten, den vielleicht als Weihnachtskraft in Zukunft zu benennen, weil es geht ja also um die Gerechtigkeit. Also ich frage mich wirklich, was manche Leute in unserem Land für Probleme haben. Also das sind die Leute, die denken, jeder Rentner hat 2000 Euro, dann kann man sich um die Weihnachtskraft kümmern. Wir kümmern uns dann lieber um die Renten. Oder auch die Regierung, die hat ja jetzt ein Gesetz im letzten Herbst auf den Weg gebracht, dass jeder also einmal im Jahr seinen Geschlechtseintrag ändern darf. Seitdem gibt es ja eigentlich offiziell keine Männer und Frauen mehr. Es gibt nur noch Lebensabschnittsgeschlechter. Und ja, in der Zeit, also Wilder Mann. Aber dann dachte ich, oder zumindest sagen das böse Zungen, die Freiheit, sein Geschlecht frei zu wählen, das sei auch ein bisschen der Ausgleich dafür, weil man ja sonst nicht mehr so viele Freiheiten hat. Also die Freiheit, seine Heizung frei zu wählen, Klaus, das Heizungsgesetz ist nicht weg, das ist ein Irrtum. Das Heizungsgesetz kommt, es kommt nur ein bisschen später, dann regiert Herr Habeck im Heizungskeller. Also nichts mehr mit Freiheit über die Heizung. Naja, und mit dem Auto wird auch relativ eingegrenzt die Auswahl, sobald der Verbrenner verboten wird. Naja, und in der Frage von Krieg und Frieden, klar darf man immer noch denken, was man will, aber mit dem Äußern, also seit Frau Faeser ein Gesetz auf den Weg gebracht hat, das selbst die Süddeutsche Zeitung als Lizenz zum Anschwärzen bezeichnet, nämlich ein Gesetz, das den Verfassungsschutz ermächtigt, jeden, den er als radikal ansieht, im privaten Umfeld anzuschwärzen, ist das mit der Freiheit, über Krieg und Frieden nachzudenken, vielleicht auch nicht mehr so weit her. Also gibt es neue Freiheiten. Naja, die Frage von Krieg und Frieden allerdings, die hat mich dann doch dazu gebracht, eine Lösung für dieses Rätsel zu finden, warum es den wilden Mann noch gibt. Weil seit Krieg und Frieden und seit die Frage der Kriegstüchtigkeit Deutschlands aufgekommen ist, sind wilde Männer plötzlich wieder richtig hoch im Kurs. Also wenn ich mir so diese Ampelpolitiker angucke, also einige sind da richtig wild geworden. Also ich denke hier an den Hofreiter Toni, ja auch aus Bayern bekanntlich. Also wilder Mann ist da noch harmlos, ne? Also wie der drauf ist seit einiger Zeit, das ist wirklich, also ist schon eine harte Nummer.
Und ich frage mich auch immer, wo diese ehemaligen Wehrdienstverweigerer plötzlich ihre ganz exakten Militärkenntnisse her haben. Also wenn Sie mit Toni Hofreiter reden, der kennt die exakten Namen aller Panzertypen, die in Deutschland gebaut werden. Und der kann Ihnen auch genau erklären, warum jeder einzelne dieser Panzer ein Gamechanger im Ukraine-Krieg war. Also wie oft die Ukraine den Krieg schon gewonnen haben muss, nachdem wir die Schützenpanzer geliefert haben, als wir die Leopardpanzer geliefert haben, als die Kampfjets geliefert wurden. Naja, und weil es immer noch nicht so ganz geklappt hat, muss man jetzt also auch noch die Taurus-Raketen liefern. Klaus hat ja vorhin schon was dazu gesagt. Wobei diese Wildheit leider an Geschlechtergrenzen auch nicht Halt macht, weil Toni Hofreiter ist ja nicht der Einzige. Wir alle kennen ja hier unsere Freundin Marie-Agnes Strack-Rheinmetall. Also das ist auch so richtig. Also wilde Frauen gibt es auch. Und da wird ja auch so massiv für Rüstung geworben. Und das führt mich jetzt dazu, Europawahl ist ja auch schon angesprochen worden. Also nicht, dass ich irgendwie große Sympathie für die FDP hätte, aber 1% sollte sie bei der Europawahl bekommen. Das hätte nämlich einen ganz großen Vorteil, dass die gute Marie-Agnes Strack-Zimmermann nicht mehr im Bundestag und im Verteidigungsausschuss ihr Unheil treiben kann, sondern dass sie ganz weit weg in der Lobbyhochburg Brüssel abgeschoben wurde. Einige sagen ja, das sei das Geheimrezept von Herrn Lindner. Weil, naja klar, die FDP-Umfragen sind, wie sie sind, ne? So 3-4% zurzeit. Und er hat offenbar keine andere Lösung mehr gesehen, als jetzt die gute Marie-Agnes Strack-Zimmermann mal eben ganz aus der Schusslinie nach Brüssel zu schicken, in der Hoffnung, dass es dann vielleicht noch mal nach oben geht. Aber ich glaube, da wird nichts draus. Und bei der Europawahl, also die 1%, die können Sie, glaube ich, schon alleine schaffen. Wir werben natürlich dafür, dass das BSW aber so richtig stark wird bei der Europawahl, weil das ist unsere erste Wahl. Und ich denke, wir alle gemeinsam werden alles dafür tun, dass wir Ihnen zeigen, wir sind eine Kraft in Deutschland. Wir werden dieses Land verändern. Und die Europawahl ist der Start dafür. Und wir haben ja auch wirklich tolle Kandidaten. Also schon deshalb bitte ich auch alle noch mal, diese Listen auszufüllen. Und soweit Sie aus Passau sind, habe ich mir auch sagen lassen, müssen Sie nicht alle einzeln aufs Amt. Da brauchen Sie es nur ausfüllen, liegen lassen. Das machen dann hier unsere Kolleginnen und Kollegen aus Passau. Ja, weil wir so tolle Kandidaten haben, die dann wirklich auch in Brüssel sein sollen und sein müssen, wie zum Beispiel Fritz Pirner, der heute auch hier ist. Fritz, der die ganze Corona-Zeit lang Herrn Söder so mutig die Stirn geboten hat und der dafür steht, dass man sich nichts gefallen lässt und der auch will, dass diese ganzen Untaten dieser Zeit, wo irgendwelche Politiker aus irgendwelchen Ideen heraus plötzlich flächendeckend Schulen geschlossen haben oder der Meinung war, wer sich nicht impfen lässt, der muss mal eben raus aus dem gesamten öffentlichen Leben. Er will, dass das aufgearbeitet wird. Und ich finde, das ist unglaublich wichtig. Und deswegen, schon wegen Fritz, starkes Ergebnis in der Europawahl. Doch zurück zur Frage Krieg und Frieden. Manchmal fragt man sich, und das ist ja wirklich auch, das ist ja ein verdammt ernstes Thema, es ist ja eigentlich überhaupt nicht lustig. Warum sind die eigentlich alle so drauf? Warum werben die so für Rüstung, immer mehr Waffenexporte in alle Welt? Und dann fällt einem auf, ist vielleicht nicht die ganze Begründung, aber doch bei einigen irgendwie ist es auffällig. Viele von denen, die da jetzt so die wilden Männer und Frauen spielen, haben Rüstungskonzerne in ihren Wahlkreisen oder sitzen selber, wie zum Beispiel unsere FDP-Frau, in den Lobbyorganisationen der Rüstungskonzerne mit drin. Und werben da besonders heftig, was sie nicht nur selbstlos tun, weil man muss sich mal angucken, wohin Rüstungskonzerne spenden. Das ist interessant. Lange Zeit, also die CDU hat da immer schon gekriegt, die CSU auch natürlich. Neu ist seit einiger Zeit, aber sehr verständlich,
Auch die Grünen kriegen neuerdings Spenden von der Rüstungsindustrie. Und ich muss sagen, ja klar, wenn ich der Chef von einem großen Rüstungskonzern wäre, also bei den Grünen, da würde ich jetzt so richtig reinpulvern. Also was die denen für ein Geschäft besorgen. Aber mein Gott, wie kann man das denn mit seinem moralischen Kompass vereinbaren? Wir sind ja inzwischen größter Waffenlieferant, nicht nur nach den USA für die Ukraine, sondern wir liefern Waffen in alle Welt. Wir liefern jetzt Kampfjets und Iris-Raketen an Saudi-Arabien. Unsere hochmoralische, feministische Außenministerin hat jetzt plötzlich bei den saudischen Islamisten ihre feministische Freundschaft geschlossen, bei Leuten, die Frauen steinigen, die Journalisten zersägen. Das ist unsere moralische Außenpolitik, unsere Wertegeleitete. Was für eine Heuchelei ist denn das, verdammt nochmal? Soweit also Sarah Wagenknecht, die ja zum ersten Mal beim politischen Aschermittwoch als Chefin ihrer eigenen Partei mit dabei ist. Ihre großen Themen natürlich NATO und auch die Waffenlieferungen an die Ukraine. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.